So, wir versuchen es nochmal. Jetzt war das Webinar nochmal neu gestartet. Ich hoffe, dass man mich jetzt gut hören kann. Vielleicht können Sie mir im Chat nochmal ganz kurz Rückmeldung geben, ob Sie mich jetzt gut hören können. Viel besser lese ich. Das ist doch prima. Dann begrüße ich Sie alle nochmal herzlich zu diesem Webinar und bedanke mich nochmal bei der Firma Evolution, dass sie uns den Abend ermöglicht und die Tinkturen zu den Pflanzen, die ich Ihnen vorstelle, zur Verfügung stellt. Wir unterhalten uns heute über das Immunsystem. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin, habe meine Praxis in Mittenwald und begrüße Sie heute Abend aus Tirol, wo ich zu Hause bin. Dann starten wir mal mit dem Thema und schauen uns an, was wir für unsere Abwehr so tun können. Wenn wir über das Immunsystem sprechen, dann denken wir als allererstes an die Dinge, die wir kompliziert im Unterricht gelernt haben, humorale und zelluläre Abwehr und dergleichen. Es gibt jedoch etwas quasi, was davor steht, was ganz wichtig ist, was wir im Kopf haben sollten, nämlich die erste Barriere eigentlich, die uns schützt, sind unsere Haut- und Schleimhäute, die als Barriere dienen. Die Haut und Schleimhaut wehren schon mal ab und schützen uns schon mal nach außen. Hoppla, jetzt war ich zu weit. Wir haben den pH-Wert auf der Haut, der den Mikroben das Leben schwer macht und eben die Teilung von Mikroben reduziert und vermindert. Wir haben an den Schleimhäuten einen zähen Schleim, der es uns möglich macht, Eindringlinge zu bremsen und aufzufangen. Durch die Flimmerhärchen, die wir auf den Schleimhäuten haben, können wir sie dann anschließend wieder nach außen transportieren, abhusten, abatmen. Wir haben auf den Schleimhäuten Körpersekrete, die eigene Abwehrstoffe enthalten, wie beispielsweise Lactoferrin, das in der Umgebung Eisen entzieht und damit Bakterien am Wachsen hindert. Wir haben bestimmte Enzyme, wie zum Beispiel das Lysozym, was ebenfalls Fremdkeimen die Teilung erschwert und sie im Wachstum hindert. Wir haben natürlich eben das, was wir im Kopf haben als Immunsystem im Blut und Gewebe, nämlich einmal zelluläre Anteil unseres Abwehrsystems. Im Blut sind es eben vor allen Dingen die weißen Blutkörperchen, die Polizei des Körpers, so haben wir es in der Schule mal gelernt, die Eindringlinge direkt unschädlich machen und unspezifisch reagieren auf alles, was eindringt. Wir haben im Gewebe Makrophagen, die Fremdkeime fressen können, dendritische Zellen, die das Immunsystem aktivieren und T-Zellen aktivieren. Wir haben Anteile der humoralen Abwehr, die Antikörper und Proteine bereitstellt. Antikörper sind sehr spezifische, zielgerichtete Mechanismen, die wir zum Beispiel eben brauchen, wenn wir Viren bekämpfen wollen. Es gibt bestimmte Entzündungsproteine, die aktiviert werden, die vor allen Dingen bakterielle Infektionen verhindern sollen. Das ist ein sehr komplexes System, das da greift und das irrsinnig viele Möglichkeiten und irsinnig viele Waffen eigentlich hat, mit denen wir uns verteidigen können gegen etwaige Eindringlinge, seien sie bakterieller oder auch viraler Art oder auch Pilze. Also wir haben da durchaus Möglichkeiten, eben genau diese Abwehrinstanzen zu füttern und zu fördern und zu stärken, durch unsere Lebensführung, durch verschiedene Pflanzen, sodass wir uns gut verteidigen können. Und was wir unbedingt im Kopf haben müssen, ist, dass entlang unseres Verdauungstraktes 80% unserer Immunzellen sitzen, beziehungsweise auch dort ausgebildet werden. Also hier ist unser Immunsystem zu Hause. Das bedeutet, ohne einen gesunden Verdauungstrakt gibt es kein gesundes Immunsystem. Weil es den Abend sprengen würde, dieses Thema auch ausführlich zu behandeln, haben wir das als Extrathema nochmal am 20. Mai, meine ich, also in 4 Wochen, gibt es das Thema nochmal als Webinar. Da konzentrieren wir uns ganz auf die Verdauungsorgane. Heute gucken wir ein bisschen allgemeiner auf die Abwehr. Und was wir unbedingt im Kopf haben sollten, ist, dass Grundvoraussetzung für ein voll einsatzfähiges Immunsystem geistige und psychische Gesundheit sind. Wir wissen aus der Psychoneuroendokrino-Immunologie, dass
die seelische Gesundheit einfach essentiell dafür ist, wie gut wir aufgestellt sind in unserem Immunsystem, wie gut wir uns verteidigen können. Wir wissen auch, dass Angst davor, krank zu werden, das Risiko erhöht, tatsächlich zu erkranken. Das heißt, wir tun sehr, sehr gut daran, uns auch seelisch zu stärken, seelisch gesund zu halten, vor allen Dingen eben in herausfordernden Zeiten. Was können wir machen? Immunstarke Lebensführung bedeutet, so banal es klingt, ich wiederhole es einfach immer wieder gerne, weil es für uns alle nochmal eine Erinnerung ist, weil es vielleicht nochmal Argumente für den einen oder anderen an die Hand gibt, auch für die Patienten und Klienten, die sie betreuen. Es ist essentiell, dass man ausreichend trinkt. Warum? Weil wir einfach das Lösungsmittel brauchen, und also mit Lösungsmittel ist Wasser gemeint, Flüssigkeit gemeint, damit überhaupt diese Schleimhautsekrete, die als erste Verteidigungslinie funktionieren sollten, damit die in ausreichender Menge produziert werden können, damit die aktiv sein können. Wir brauchen das Trinken für die regelmäßige Durchspülung. Das heißt, sowohl im Rachen können sich Keime nicht so gut festsetzen, wenn da regelmäßig eine Spülung stattfindet, als auch zum Beispiel in den Harnwegen. Ja, so dass da, wenn man viel mit Blasenentzündungen zu kämpfen hat, ist einfach die alte Regel gut, viel, viel trinken, dann kann sich nichts festsetzen, wenn da immer wieder Flüssigkeit durchläuft. Und eben auch für die Gesundheit unserer Verdauungsorgane, die höhere Trinkmenge erhöht die Peristaltik, erhöht das Stuhlvolumen und beschleunigt dadurch das Verdauungssystem, hält das Verdauungssystem aktiv und hält auch hier die Schleimhäute gesund und fit. Ausreichend Sport und Bewegung ist grundlegend, grundsätzlich wichtig für die Gesundheit. Dieses Gerät, auf dem wir alle unterwegs sind, heißt Bewegungsapparat und nicht Sitz- und Bettapparat. Und das heißt aus gutem Grund so, eben weil es zum Bewegen gedacht ist. Wir wissen, dass wir, wenn wir unsere Muskulatur benutzen, bestimmte Substanzen aktivieren, die das Immunsystem wiederum triggern. Wir wissen, dass unsere Schleimhäute ordentlich belüftet werden, wenn wir uns vor allen Dingen an der frischen Luft bewegen. Wir wissen, dass Bewegung dafür sorgt, dass das Herz-Kreislauf-System in Schwung ist, dass wir insgesamt viel besser durchblutet sind. Und so sind natürlich auch unsere gesamten Immunsystemanteile sehr viel besser aktiviert und verteilt, sodass Fremdkeime einfach gar keine Chance haben, uns wirklich anzufallen. Und ich habe es schon gesagt, die Psyche ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr. Einerseits ist es eben die Angst davor, krank zu werden, die das Risiko erhöht, krank zu werden. Andererseits ist es auch der Stress, Stress erhöht erstmal die Abwehrbereitschaft des Körpers. Jedoch, wenn das ein dauerhafter Stress ist, dann erschöpft sich dieses System, dann erschöpfen sich die Ressourcen und wir werden wieder leichter krank. Das heißt, Inseln einbauen, auf sich achten, schauen, dass man genügend Ausgleich hat, und vielleicht auch einfach einmal mehr den Fernseher ausschalten und nicht die neuesten schlechten Nachrichten hören, ist in solchen Zeiten einfach für die Gesundheit sehr zuträglich. Wenn wir nun auf die körperliche Ebene gehen, was können wir denn tun, um den Körper zu unterstützen? Weil wir ja nicht immer vermeiden können, dass wir irgendwie in Situationen geraten, wo wir mit anderen Menschen zusammen sind, wo wir möglicherweise auch einem Keimrisiko ausgesetzt sind. Wir können natürlich eben unsere Schleimhäute pflegen, zum Beispiel, indem wir in der Nase mit Nasenspülungen arbeiten und Nasencremes. Nasenspülungen kann man wunderbar mit Salzwasser machen. Da gibt es extra Salzduschen dafür, also so kleine Geräte, die man als für die Nasendusche kaufen kann. Man kann das auch mit totem Meersalz einfach selber machen. Man muss nicht dieses extra Nasensalz in der Apotheke kaufen. Man muss aufpassen, dass es nicht zu hoch dosiert ist. Also das sind 200 Milliliter, was in so einer Nasendusche drin sind. Und da sollte nicht mehr als ein halber Teelöffel Salz drin sein. Das reicht vollkommen aus. Man kann das noch intensivieren, indem man auf dieses Salz einen Tropfen ätherisches Öl gibt, das man gut verträgt. Keimfeindlich sind zum Beispiel Niaulli oder Thymian Linalool. Das ist die schleimhautfreundlichere Variante vom Thymian. Das kann man auf das Salz draufgeben. Das emulgiert auch ein kleines bisschen. Dann kann man es mit dem Wasser vermischen und damit Nasenspülungen durchführen. Abends vor dem Zubettgehen, dann putzt man einfach sozusagen den Dreck des Tages da raus. Und das, was da an Keimen sich breit machen möchte, hat gar keine Chance. Wenn man tagsüber unterwegs ist und diese Zugangswege blockieren will,
kann man das mit entsprechenden Cremes machen, Nasencremes, die eben die Schleimhäute pflegen, die helfen, dass sie nicht austrocknen, sodass wir also hier auch gut versorgt sind. Und gleichzeitig können wir in diese Nasencremes auch wieder einen Tropfen ätherisches Öl einarbeiten, sodass wir einfach schon mal keimfeindliche Substanzen an der Schleimhaut haben, sodass es Keime schwieriger haben, hier einzudringen. Das Gleiche gilt auch im Rachenraum. Hier kann man mit Mundpflegesprays oder Gurgellösungen arbeiten und sozusagen den Rachenraum desinfizieren, dass sich da also keine Keime ansetzen können. Das ist was man natürlich nicht das ganze Jahr über macht, sonst haben wir die Gefahr, dass wir unser Mikrobiom damit durcheinander bringen. Aber wenn wir jetzt in bestimmten Situationen, ich habe früher in München gelebt und wenn man als Selbstständige in München ist, dann kann man es manchmal nicht vermeiden, dass man aufs Oktoberfest eingeladen wird und so ein Bierzelt ist eine Brutstätte für Bakterien und Viren. Das heißt, da habe ich gesagt, da gehe ich nicht unbewaffnet hin. Und für solche Situationen, wenn ich also nicht auskomme und wirklich Menschenmassen ausgesetzt bin, dann habe ich eben gerne ein Spray in der Hosentasche, was mir hilft, den Rachen zu desinfizieren. Da gibt es verschiedene Anbieter, die mit ätherischen Ölen arbeiten oder mit Kamille arbeiten oder mit Blutwurz arbeiten. Man kann sich sowas auch selber machen. Es gibt Gurgellösungen aus pflanzlichen Lösungen in der Apotheke, die einfach helfen, dass man da so ein bisschen sich unterstützt. Auch zu Hause oder im Büro zum Beispiel, wenn man im Großraumbüro sitzt und die Kollegen gerne mal ihre Erkältungsbazillen mit ins Büro tragen, kann man hier ein kleines bisschen für Desinfektion sorgen, indem man mit ätherischen Ölen arbeitet. Dass wir regelmäßig lüften sollen, haben wir, glaube ich, ausreichend gehört jetzt im Laufe dieses Jahres. Die Basis dafür, dass unser Immunsystem gut funktionieren kann und gut arbeiten kann, ist die Grundversorgung mit den notwendigen Mikronährstoffen. Das heißt, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, regional, saisonal, aus biologischem Anbau. Das ist mal die Grundvoraussetzung dafür, dass Dinge, die wir dann bei zusätzlicher oder bei stärkerer Belastung zusätzlich tun, überhaupt wirken können. Damit halten wir unseren Stoffwechsel aktiv, damit halten wir unser Immunsystem schlagkräftig. Wir liefern der Haut und der Schleimhaut die notwendigen Antioxidantien, die wir auch in Form von sekundären Pflanzenstoffen so aufnehmen. Und dann können wir eben mit entsprechenden Kräutertinkturen oder orthomolekularen Substanzen auf dieser Basis unser Immunsystem stärken, indem wir noch gezielt in herausfordernden Zeiten Dinge zuführen. Aus der orthomolekularen Medizin ein paar Sätze, was uns fürs Immunsystem hilft. Grundsätzlich mal ist Eisen, gehört für unser Abwehrsystem ganz wichtig dazu. Das ist unsere Ritterrüstung. Wenn wir einen Eisenmangel haben, reduziert sich damit einfach die Schlagkraft unseres Immunsystems. Das heißt, wir nehmen unserem Immunsystem so ein kleines bisschen die notwendigen Waffen weg und können uns einfach nicht mehr so gut verteidigen. Wenn wir Eisenspiegel anheben wollen, ist es so, dass es da bestimmte Bremsen sozusagen in der Aufnahme gibt. Natürlicherweise, wenn hochdosiert Eisen eingenommen wird, wird im Darm ein Protein ausgeschüttet, das Hepzidin, was dann für die nächsten 24 Stunden die Eisenaufnahme bremst, sodass, wenn wir jeden Tag Eisen einnehmen, dann reduzieren wir eigentlich die Aufnahmefähigkeit des Eisens. Das können wir ein kleines bisschen reduzieren, indem wir Lactoferrin zugeben zur Eiseneinnahme, weil Lactoferrin die Ausschüttung von diesem Hepzidin ein kleines bisschen bremst und damit wird das Eisen deutlich besser verwertet. Ganz wichtig für alle unsere Schleimhäute, aber auch fürs Immunsystem selbst, ist die Aminosäure L-Glutamin. L-Glutamin wird vor allen Dingen bei Leaky Gut-Patienten verabreicht, also wenn wir eine Darmdurchlässigkeit haben, aber auch eben bei Immunschwäche, wenn jemand ständig infektanfällig ist, dann arbeitet man mit 9 Gramm L-Glutamin pro Tag. Das kann man auch kombinieren, zum Beispiel mit L-Arginin, einer weiteren Aminosäure, und vor allen Dingen auch mit Omega-3-Fetten, die ganz, ganz wichtig sind für eigentlich für alles, aber auch eben für die Pflege unserer Schleimhäute und für die Schlagkraft unseres Immunsystems. Und besonders in Zeiten, wo wir virale Belastungen haben, ist Zink ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Substanz, weil Zink die Kompetenz unseres Immunsystems fördert und
ganz stark antiviral wirkt. Das heißt, aktuell lohnt es sich einfach da mal hinzugucken, im Zweifelsfalle Zink im Vollblut mal messen zu lassen und mal nachzusehen, wie ist denn mein Zinkstatus so, und dann gegebenenfalls auffüllen, beziehungsweise vielleicht zweimal im Jahr kurmäßig über 6 bis 8 Wochen mit einem guten Zinkpräparat zuführen. Zink darf man nicht überdosieren. Zink ist nichts, was man in der Dauereinnahme einnehmen sollte, sondern wirklich gezielt über eine bestimmte Zeit. Dann kann man es eben auch mal ein bisschen höher dosieren in Zeiten, in denen es dringend gebraucht wird. Zink und Eisen sind beides Spurenelemente. Das heißt, die sollten wir einzeln nehmen, weil die sich in der Rezeption gerne mit vielen anderen Dingen stören. Die sollten wir nicht zum Essen einnehmen, sondern eher im Abstand zu den Mahlzeiten. Zink ist auch lokal noch eine interessante Substanz, und zwar in Kombination mit Vitamin C. Weiß man, dass es die Keimzahl im Rachen reduziert. Das heißt, es entzieht den Keimen, die sich im Rachen vermehren wollen, egal ob sie bakterieller oder viraler Art sind, so ein bisschen den Nährboden, und sie können einfach sich nicht mehr so gut verbreiten, und auch damit können wir die Ausbreitung einer Erkrankung verhindern, wenn wir entweder mal prophylaktisch oder eben spätestens dann, wenn wir so ein Kratzen im Hals bemerken und merken, jetzt hat es mich doch irgendwie erwischt. Trotz aller Maßnahmen kann man, wenn man mit Lutschtalern arbeitet, die Vitamin C und Zink enthalten, im Rachen einfach hier ein kleines bisschen desinfizierend wirken. Da geht es jetzt nicht darum, den Zinkspiegel aufzufüllen. Das schaffen wir mit der Dosierung, die in diesen Lutschtabletten drin ist, nicht. Dafür brauchen wir dann eben tatsächlich ein gutes, hochdosiertes Zinkpräparat, sondern es geht eben darum, die Keime im Rachen zu vermindern. B-Vitamine sind gut für die Nerven und gut für den Stoffwechsel. Ist der Stoffwechsel aktiv, ist unser Immunsystem schlagkräftig und sind unsere Nerven gut gestärkt, sind wir psychisch gesünder und damit sind wir wesentlich weniger angreifbar für Erkrankungen. Und eine ganz, ganz wichtige Substanz auch für das Immunsystem ist Vitamin D. Vitamin D fehlt uns vor allen Dingen im Winter, weil wir hier bei uns in unseren Breitengarten von Oktober bis März nicht in der Lage sind, Vitamin D zu produzieren. Wir produzieren Vitamin D normalerweise ja über die Haut bei Sonneneinstrahlung. Das funktioniert aufgrund des Sonneneinfallswinkels und des entsprechenden entstehenden UV-Index nicht von Oktober bis März. Und deswegen tun wir ganz gut daran, im Winter zu supplementieren oder eben zumindest mal zu überprüfen im Oktober, wie viel Puffer habe ich denn über den Sommer gesammelt. Man wird überrascht sein, wie wenig es ist. Oder vielleicht dann auch im späteren Winter, so im Februar, mal überprüfen, wie weit im Defizit bin ich denn gelandet. Wenn wir das Gefühl haben, im Moment ist gerade Grippewelle, dann warten wir nicht auf das Testergebnis, sondern dann unterstützen wir uns einfach mit Vitamin D. Mit 5.000 oder 10.000 Einheiten am Tag machen wir auch langfristig nichts falsch. Wichtig ist beim Vitamin D die Galenik. Die meisten Vitamin-D-Tabletten sind erstens viel zu niedrig dosiert und zweitens mal ist Vitamin D ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, wenn wir es als Tablette schlucken, wird es einfach ganz schlecht aufgenommen, auch wenn wir es zum Essen einnehmen. Wir brauchen es als Öl und wenn wir das dann zum Essen einnehmen, dann wird es in der Regel recht gut resorbiert. Vitamin D macht erstens gute Laune, also das heißt so die Kandidaten, die Winterdepressionen haben, die das Gefühl haben, im Winter bin ich eher immer so abgeschlagen und müde und habe schlechte Stimmung, die profitieren sehr von Vitamin D und es erhöht eben auch die Schlagkraft unseres Immunsystems. Einerseits im Hinblick auf Viren und Bakterien und alles, was da sonst eindringt, andererseits tatsächlich auch im Hinblick auf das Thema Krebswachstum, also auch hier ist Vitamin D ein großer Schutz. Weshalb Vitamin D insgesamt eine sehr, sehr wichtige Substanz für uns ist. Nun kommen wir zu den Pflanzen. Nachdem wir uns einen kurzen Überblick über das Orthomolekulare angeschaut haben, kommen wir zu den Pflanzen. Da ist eine Pflanze, an die wir alle sofort denken, wenn wir über das Immunsystem nachdenken, sicherlich der rote Sonnenhut, Echinacea. Wer kennt die nicht? Das ist, glaube ich, so eine Pflanze, die irgendwie jedes Kind schon mal bekommen hat, wenn es darum ging, sich mit Infekten auseinanderzusetzen und dass man nicht jeden Schnupfen einfängt. Wir wissen vom roten Sonnenhut, dass er ein starkes Immunstimulans ist. Also der rote Sonnenhut
ist insoweit keine Heilpflanze, die jetzt Keime reduziert, sondern er hilft uns eigentlich schon vorher, indem er unser Immunsystem aktiviert und schlagkräftig macht. Deswegen ist er eine perfekte Pflanze eigentlich auch für die Prophylaxe, weil er eben schon im Vorfeld uns so immunkompetent macht, dass die Eindringlinge gar keine Chance haben. Die Kommission E bestätigt das und sagt, es geht vor allen Dingen sehr gut bei rezidivierenden Atemwegs- und Harnwegsinfekten. Hier haben wir eine große Steigerung der Abwehr, wenn wir mit rotem Sonnenhut in der Prophylaxe arbeiten. Die Inhaltsstoffe, hat man im Labor festgestellt, wirken antiphlogistisch, das heißt, sie reduzieren auch die Entzündungsreaktion im Körper. Sie triggern proinflammatorische Zytokine, das muss man sich alles nicht merken, sondern man muss sich einfach merken, dass er damit in der Lage ist oder dass diese Pflanze damit in der Lage ist, die Reaktionen unseres Immunsystems zu regulieren und zu unterstützen. Der rote Sonnenhut funktioniert super in der Prophylaxe und auch im Beginn eines Infekts, wenn wir also irgendwie merken, es kratzt im Hals, dann nehmen wir den roten Sonnenhut und wir nehmen den gerne auch dann in lieber kleineren Dosierungen und dafür dann häufiger am Tag, sodass wir wirklich immer wieder eine Aktivierung des Immunsystems haben, dass das Immunsystem immer wieder diesen Reiz bekommt, diesen Ansatz bekommt, bitte, du sollst jetzt arbeiten, bitte spring jetzt an. Wir geben den roten Sonnenhut nicht mehr, wenn jemand schon richtig Hochfieber hat. Dann ist ja das Immunsystem schon aktiv. Dann brauchen wir den roten Sonnenhut nicht mehr. Dann lassen wir das Immunsystem seine Arbeit machen und versuchen nicht irgendwie nur noch weiter zu steigern. Aufgrund dieser starken anregenden Wirkung auf das Immunsystem müssen wir beim roten Sonnenhut auch ein bisschen vorsichtig sein bei Autoimmunerkrankungen. Das heißt nicht, dass jeder Hashimoto-Patient sofort ausscheidet für den roten Sonnenhut. Viele vertragen den trotzdem gut. Aber bei Autoimmunpatienten kommt es eben darauf an, welche Autoimmunerkrankung da ist. Und dann müssen wir mit niedrigen Dosierungen arbeiten und sehr genau beobachten, wie die Patienten reagieren. Echinacea hat auch auf seelischer Ebene sehr starke schützende Eigenschaften. Wenn man sich diese Blüte anschaut, ich gehe nochmal zurück, vielleicht sieht man es da ein bisschen. Wenn man sich diese Blüte anschaut, wie sie diese Blütenblätter, wenn sie so richtig aufgeblüht ist, eigentlich eher nach unten richtet, dann sieht sie aus wie so ein kleiner Schirm. Sie hilft uns einfach, uns abzuschirmen gegen Außeneindrücke, die uns überlasten. Gerade für Kinder ist Echinacea auch eine ganz tolle Pflanze, wenn die im Kindergarten sich jeden Infekt mit nach Hause nehmen. Das ist ganz normal. Das Immunsystem muss ja erst lernen, mit welchem Erreger es sich auseinandersetzen muss und welcher einfach vorbeiziehen darf. Und das Gleiche gilt auch tatsächlich auf seelischer Ebene. Kinder, die so überall anecken und ständig um jedes Spielzeug streiten, auch die müssen ja erst lernen, welcher Konflikt ausgefochten werden muss und welcher nicht. Das funktioniert natürlich nicht nur bei Kindern, das ist auch bei Erwachsenen manchmal so, wenn man irgendwie in einer neuen Situation ist, auf einer neuen Stelle ist, in eine neue Gruppierung reinkommt und man sich da einfach so ein kleines bisschen helfen will, indem man sich Schutz für die Hosentasche zulegt oder Abschirmung für die Hosentasche zulegt, dann ist der rote Sonnenhut ein Mittel, das uns hier auch auf seelischer Ebene die Abwehrkraft ein bisschen stärkt und reguliert. Eine weitere Pflanze, die jetzt gerade zu diesen Zeiten, glaube ich, noch mal berühmter geworden ist und sehr viel nachgefragt wurde, ist die Zistrose. Die Zistrose ist deshalb jetzt gerade so akut wichtig, weil sie ein 1A-Virenfeind ist. Hier gibt es also ganz viele Laborexperimente, die zeigen, dass Viren im Wachstum gehindert werden, dass Viren zurückgedrängt werden von Auszügen aus dieser Pflanze. Das wissen wir von Influenza, das wissen wir von EBV, also pfeiferischen Drüsenfieber. Das wissen wir von menschlichen Herpesviren. Wir wissen es sogar von HPV-Viren, also diese Viren, die Veränderungen am Zervixhals an der Gebärmutter machen können, am Gebärmuttereingang machen können bei Frauen. Auch die lassen sich zurückdrängen von der Zistrose.
Das heißt, egal eigentlich, was ich für virale Infekte bekämpfen möchte oder vor welchen ich mich schützen möchte, da ist die Zistrose eine der ersten Pflanzen, die uns einfällt. Sie wird eben in der akuten Erkrankung verwendet. Das heißt, wenn wir uns schon angesteckt haben mit einem Virus, wenn bereits Symptome da sind, dann hilft die Zistrose eben, die Virenlast zu senken. Wir können sie aber eben auch in der Vorbeugung verwenden. Also auch als Prophylaxepflanze, ebenso eigentlich wie den roten Sonnenhut. Sie hat jetzt den Vorteil zum Sonnenhut, dass die Zistrose eben nicht ausschließlich nur über die Aktivierung des Immunsystems arbeitet, sondern die Zistrose geht tatsächlich auch über den Weg der Keimlastsenkung. Das heißt, sie verhindert das Wachstum der Keime, die auf uns einstürmen, und wirkt aufs Immunsystem eher modulierend als aktivierend, sodass wir auch bei Autoimmunerkrankungen mit der Zistrose ganz hervorragend arbeiten können. Die Zistrose ist traditionell auch bekannt als ganz starke wundheilende Pflanze. Das heißt, wenn wir Wunden haben, die sich nicht richtig verschließen wollen, wenn sich Wunden immer wieder entzünden, wenn jemand insgesamt Wundheilungsstörungen hat, das kann natürlich sehr viele Ursachen haben, aber wir können symptomatisch dann versuchen, mit der Zistrose diese Wundheilungskräfte zu aktivieren, zu regulieren und zu verbessern. Das gilt auch für die Schleimhäute, weshalb Zistrose durchaus auch interessant ist bei Patienten jetzt mit Leaky Gut. Wenn wir also eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut haben, dann wollen wir ja auch wundheilend arbeiten, dann wollen wir auch, dass sich diese Lücken wieder verschließen. Und da kann Zistrose eine Komponente sein, die hier hilfreich ist. Eine Pflanze, die nicht ganz so bekannt in unseren Breitengraden ist, aber trotzdem ausgesprochen interessant, auch eben jetzt in der Phase in der Prophylaxe, ist die Tragantwurzel Astragalus. Astragalus erhöht die Widerstandskraft auf allen Ebenen. Sie gilt eigentlich international als eine der besten Heilpflanzen zur Steigerung der Abwehrkräfte. Ist also auch etwas, was wir sehr gut schon in der Prophylaxe einsetzen können, weil sie das gesamte Immunsystem aktiviert und stärkt und eben die Widerstandskraft auf körperlicher und seelischer Ebene erhöht. Auch Astragalus ist eine Pflanze, die antiviral wirkt, wo wir verschiedene Beispiele haben, dass sie die Virenlast zurückdrängen kann. Und Astragalus ist eine Pflanze, die uns auch auf seelischer Ebene eben sehr, sehr stark kräftig ist. Eigentlich auch ein Stressadaptogen, was Erschöpfungs- und Müdigkeitszuständen hilft. Sowohl, wenn die einfach so bestehen, als auch eben, wenn wir während oder nach einer Erkrankung starke Erschöpfungszustände haben. Das ist ja was virale Erkrankungen sehr gerne machen. Das pfeiferische Drüsenfieber macht das beispielsweise. Auch von Covid-19 weiß man das. Das ist einfach schon während der Erkrankung, aber auch nach der Erkrankung so Fatigue-Zustände auslösen kann, so Müdigkeitszustände, wo die Menschen einfach dann wie auf halber Flamme unterwegs sind und nicht mehr so richtig aus dem Quark kommen. Und da ist Astragalus eine der Pflanzen, die helfen kann, aus diesem Erschöpfungsloch wieder rauszukriechen. Astragalus harmonisiert alle inneren Organe und erzeugt dadurch natürlich die erhöhte Widerstandskraft, also da, wo Harmonie besteht, haben wir natürlich auch die höchste Widerstandskraft. Und es stärkt insbesondere die Lunge und die Nieren. Das heißt, besonders lungenschwache Patienten profitieren sehr von Astragalus. Er wird auch eingesetzt bei Asthmakranken, bei Patienten mit COPD, bei Lungenemphysem, auch bei Rauchern, bei denen die Lunge geschwächt ist, kann man eben mit Astragalus versuchen, hier über die Atemkraft, über die Lungenkraft ein bisschen die Widerstandskraft zu erhöhen. Er stärkt die Nerven und löst Ängste. Und deswegen hilft er so sehr, in herausfordernden Zeiten auch gesund zu bleiben, weil er eben uns auch hilft, auf seelischer Ebene die Dinge nicht so sehr an uns ranzulassen und eben sich diese Angst vor der Erkrankung nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Der Beifuß ist eine Zauberpflanze in allen Kulturen und alle Arten des Beifuß, die wir kennen. Der einjährige Beifuß Artemisia annua ist traditionelles angewendetes Malariakraut, ist aber insgesamt ein riesen Immunbooster. Er hat
Er ist eine Bitterpflanze, er hat die gleichen verdauungsfördernden Eigenschaften wie unser heimischer Beifuß. Das heißt, auf die inneren Organe wirkt er stärkend, auf den inneren Alchemisten wirkt er stärkend. Und eben über die Verdauungsorgane hilft er uns, das Immunsystem fit zu halten. Wir haben aber bei der Artemisia annua einen Inhaltsstoff, der jetzt bei der annua ganz besonders hervorsticht, der in den anderen Beifußarten eben nicht in dieser Menge vorkommt. Und das ist das Artemisinin, das ganz besonders starke immunmodulierende Eigenschaften hat. Ich habe schon gesagt, traditionell wird er zur Behandlung und auch zur Prophylaxe von Malaria verwendet. Wir wissen aber heute, dass er auch bei Borrelien und bei Parasiten zum Einsatz kommt, dass er bakterielle Erkrankungen lindert und den Verlauf verbessert. Und wir wissen es tatsächlich mittlerweile auch von viralen Erkrankungen. Auch bei Covid-19 sind Untersuchungen gemacht worden und man hat festgestellt, dass Artemisia annua einfach hilfreich sein kann, den Verlauf abzumildern, beziehungsweise auch das Erkrankungsrisiko ein kleines bisschen zu senken. Das ist natürlich alles immer nur begleitend angewendet, aber dennoch ist es eben was wir uns in der aktuellen Situation als Schutzmittel an die Seite stellen können. Die immunmodulierenden Eigenschaften von diesem Artemisin werden auch in der Krebstherapie untersucht. Es gibt also sehr viele Untersuchungen, die sagen, dass hier das Krebswachstum gehemmt wird, dass die Verteidigung des Körpers gegen die Krebszellen gestärkt wird. Es gibt sogar Extrakte, die als Infusion verabreicht werden, wie eine Art pflanzliche Chemotherapie. Auch da gibt es Experimente. Also es ist eine sehr, sehr spannende Pflanze, an der sehr, sehr viel geforscht wird, die unser Immunsystem moduliert und unterstützt. Generell habe ich schon gesagt, in allen Kulturen sind Beifußgewächse Zaubergewächse. In allen Kulturen, in denen Beifußgewächse wachsen, werden sie als Fuga Dämonum, als Teufelsflucht bezeichnet. Das heißt, sie helfen uns, den Krankheitsdämon auszutreiben. Die Tigerwurzel, der Eleutherococcus, ist auch eine ganz, ganz spannende Pflanze, die jetzt aus Sibirien zu uns kommt. Ein Adaptogen, das uns hilft, uns anzupassen an außergewöhnliche Belastungen. Die Tigerwurzel hat ganz tolle immunmodulierende Eigenschaften und stärkt das Nervensystem. Ist ein sehr, sehr starker Kraftgeber. Also wenn Menschen sich ausgezehrt und erschöpft fühlen aufgrund von Stresssituationen, aufgrund von Erkrankungen, dann gibt die Tigerwurzel einfach Kraft wieder zurück. Insbesondere bei Atemwegserkrankungen wird Tigerwurzel ganz traditionell eingesetzt, eben auch zur Kräftigung der Atemwege, zur Durchblutung der Atemwege. Und wir wissen auch bei der Tigerwurzel, dass sie antivirale Eigenschaften hat. Man hat zum Beispiel übers Labor die antiviralen Eigenschaften gegen die Influenza-Viren bestätigen können. Also auch hier haben wir eine Pflanze, die jetzt in Zeiten von erhöhter Virenlast hilfreich sein können. Seitdem ich Seminare gebe, sage ich, macht euch einen roten Strich bei all den Pflanzen, wo ihr hört, dass sie antivirale Kräfte haben, weil einfach die Erkrankungen unserer Zeit virale Erkrankungen sind. Die Bakterien haben wir relativ zurückgedrängt. Da sind natürlich auch noch ein paar übrig geblieben. Die sind wir nicht ganz los, aber mit denen können wir ganz gut leben. Aber die Viren, die haben einfach eine irrsinnig gute Überlebensstrategie. Die würden einen Atomkrieg auch überleben. Von Viren können wir uns nicht befreien. Mit denen müssen wir leben. Deswegen ist es so interessant, Substanzen zu haben, die uns helfen, mit diesen Erregern umzugehen. Zumal eben die Schulmedizin da relativ in den Kinderschuhen steckt und einfach sehr wenige Medikamente bieten kann, die antiviral gut wirken, ohne massive Nebenwirkungen zu bringen. Also das heißt, antiviral wirkende Pflanzen sind einfach die Pflanzen der Zukunft. Das sind die, die wir unbedingt zu Hause haben sollten, zur Verteidigung für unser Immunsystem. Auch die Tigerwurzel ist eine Pflanze, die wir bei Tumorerkrankungen kennen, die auch gerne begleitend bei Chemo- und Strahlentherapie eingesetzt wird, einfach weil sie auch hier die Nebenwirkungen der konventionellen Therapie lindert, weil sie die Patienten stärkt und kräftigt und die einfach dann auch diese konventionelle Therapie sehr viel besser vertragen und durchhalten können. Gleichzeitig wirkt
Eleutherococcus selbst auch tumorfeindlich, tumorwachstumshemmend und hemmt die Bildung von Metastasen. Auch in Stresszeiten, Tigerwurzel steigert insgesamt das Durchhaltevermögen. Und ich habe es schon gesagt, sie hilft uns, uns an außergewöhnliche Belastungen anzupassen, sei es körperlich, wenn wir also jetzt unbedingt auf den Berg steigen müssen, weil wir uns das vorgenommen haben, dann hilft uns Eleutherococcus die Kraft zu finden, das auch wirklich durchzuziehen. Das gilt genauso, wenn jetzt das Projekt in der Arbeit gerade massiven Stress bedeutet und wir einen imaginären Berg besteigen müssen. Und sie verkürzt gleichzeitig auch die Regenerationszeit. Das bedeutet, wir erholen uns sehr viel schneller, wenn wir uns mit Eleutherococcus ein kleines bisschen gedopt haben. Das gilt bei Erkrankungen, das gilt bei Stressbelastungen, das gilt auch bei sportlichen Herausforderungen. Eine heimische Pflanze, die wir eigentlich überall um uns herum haben, die uns immer wieder winkt und sagt, ich bin hier, benutz mich, ich helfe dir gerne, ist der Spitzwegerich. Die Heuschnupfenallergiker werden wahrscheinlich beim Anblick des Bildes schon anfangen zu niesen. Er ist eine der allergensten Pflanzen, was jetzt den Heuschnupfen angeht. Das Gute ist, dass wir für die Tinktur in der Regel nicht die Blütenpollen verwenden, sondern die Blätter verwenden. Das heißt, auch der Allergiker kann mit dem Spitzwegerich durchaus arbeiten. Da muss man halt einfach ein bisschen testen, vielleicht erstmal auf der Haut probieren, damit man hier nichts lostritt. Spitzwegerich ist etwas, was ganz feine antibakterielle und desinfizierende Eigenschaften auch hat und was stark antientzündlich wirkt auf unsere Schleimhäute. Das ist wie ein Feuerlöscher eigentlich. Alles, was zu heiß ist, alles, was brennt, alles, wo wir das Gefühl haben, da ist viel zu viel Wärmeprozess da. Den müssen wir beruhigen, den müssen wir abkühlen. Da hilft uns der Spitzwegerich. Traditionell seit langem bekannt bei Atemwegserkrankungen, bei Bronchialverschleimung und sogar bis hin begleitend bei Lungenentzündung kann man ihn eben versuchen als Unterstützung, damit einfach die Krankheitszeit verkürzt werden kann, damit die Bakterien zurückgedrängt werden können, damit die Erholung schneller stattfinden kann. Auch bei entzündlichen Prozessen im Mund- und Rachenraum, also wenn wir Zahnfleischentzündungen zum Beispiel haben oder eben hier auch wieder dieses erste Kratzen im Hals, kann man Spülungen machen mit ein paar Tropfen Spitzwegerich-Tinktur auf ein bisschen Wasser spülen und einfach dieses beginnende, schwelende Feuer, das wir da im Rachenraum bemerken, abkühlen und löschen. Und er stärkt das Lungengewebe, deswegen ja eben auch begleitend bei einer Lungenentzündung kann man ihn unterstützend geben, weil wir hier wieder eine Kräftigung des Hauptatemorgans haben. Auch auf seelischer Ebene hilft er so ein bisschen feuerlöschermäßig, das heißt Menschen, die ihn sehr stark überhitztes Gemüt haben, die leicht reizbar sind, die leicht Feuer fangen. Die kann man ein kleines bisschen beruhigen mit dem Spitzwegerich und den kann man so ein kleines bisschen den kühlen Kopf verpassen, wenn sie mit Spitzwegerich-Tinktur sich unterstützen. Das Lungenkraut ist, ich finde, immer wieder so ein hübsches Pflänzlein. Ich mag das so gerne. Ist eine Pflanze, die heute in der Medizin kaum noch Beachtung findet. Völlig zu Unrecht, finde ich. In der traditionellen Medizin ist es eingesetzt worden bei allen möglichen Lungenerkrankungen. Hildegard nannte sie Lungenwurz. Sie ist ein traditionelles Hausmittel bei Husten und Heiserkeit, also auch so ein Rezept, was früher in keiner Kräuterapotheke gefehlt haben dürfte. Sobald man irgendwie merkt, jetzt der Hals kratzt oder ich kriege den Husten nicht mehr los, hat man den Versuch gemacht, mit Lungenkraut das zu lindern. Lungenkraut hilft dann, wenn der Schleim so fest sitzt und wir den gerne lösen wollen, wenn er sich nicht so richtig gut abhusten lässt. Dann hilft Lungenkraut eben hier, den Schleim zu verflüssigen und loszuwerden und lindert gleichzeitig den Reiz an den Atemwegen. Dieses Brennen, diesen Druck auf der Brust, den wir kennen, wenn jetzt die Bronchitis langsam absteigt zum Beispiel. Ich habe schon gesagt, traditionell für alle möglichen Lungenerkrankungen bis hin in der Volksmedizin tatsächlich sogar bei Tuberkulose ist Lungenkraut verwendet worden. Das darf man nämlich heute so nicht sagen. Hat jemand Tuberkulose, nimmt man Lungenkraut. Das überlassen wir schön den Ärzten. Aber wir dürfen natürlich begleitend schon empfehlen, dass man hier den Versuch machen kann, das Lungenkraut zusätzlich zu verwenden. Auch bei Patienten mit Lungenkrebs ist Lungenkraut
aus der traditionellen Medizin abgeleitet, ein Mittel, das wir begleitend einfach versuchen können, um das Lungengewebe zu regulieren, zu harmonisieren und zu stärken. Auf seelischer Ebene ist das Lungenkraut ein Kraut, das uns hilft, einfach erstmal Luft zu holen, wenn viel auf uns einprasselt, erstmal durchzuschnaufen und so die Eindrücke, die da so auf einen einstürmen, gut verarbeiten zu können. Ja, sozusagen besser in sich aufnehmen zu können über die Atmung, über dieses erstmal Einatmen, erstmal Luft holen. Der Salbei ist ein Tausendsassa, den wir für alle möglichen Dinge verwenden können. Walafrid Strabo hat gesagt, wie kann jemand, nein, das war nicht, stimmt gar nicht, nicht Walafrid Strabo, sondern die Heilpflanzenschule von Salern ist es gewesen, wo in den Kräuterbüchern drin stand, wie kann jemand sterben, der Salbei hat im Garten, weil Salbei einfach so ein Tausendsassa ist, den wir für alle möglichen Erkrankungen verwenden können. Und wir kennen ihn eben auch als Hustenlöser. Er wirkt super antientzündlich. Es ist ein Lippenblütler, der antientzündlich wirkt auf alles, was an den Schleimhäuten ist, auf alles, was im Mund und Rachen stattfindet, auch am Kehlkopf. Das heißt, so diese Kehlkopfentzündungen mit großer Heiserkeit, da kann man wunderbar mit Salbei gurgeln. Das ist wie Balsam für den Kehlkopf, sodass wir da schnell Beruhigung reinbringen können. Auch Salbei kann man eben versuchen, wenn wir Hustenschleim nicht gut abhusten können, wenn wir den lösen wollen, wenn die Kraft fehlt, um den Husten wirklich produktiv sein zu lassen, dann wirkt Salbei ausruffördernd. Salbei ist insgesamt auch eine kräftigende Pflanze. Es ist ja auch ein Bitterstoff, so ein Tröpfchen Salbei-Tinktur mal auf die Zunge nimmt und mal genau hinschmeckt, dann ist es eine starke Bitterpflanze. Bitterpflanze bedeutet immer, das stärkt unseren inneren Alchemisten, das stärkt und tonisiert insgesamt unser gesamtes System und steigert auch damit unsere Abwehr. Die Lippenblütler sind auch keimfeindlich und antientzündlich. Das heißt, auch hier haben wir was, was bakteriostatisch ist, was auch teilweise virostatisch ist in den Untersuchungen. Was wir zum Desinfizieren verwenden können, sowohl auch innerlich als auch äußerlich. Also Salbei ebenso wie übrigens Spitzwegerich kann man auch verwenden. Wenn jetzt Wunden sich nicht schließen wollen, kann man Umschläge damit machen oder das auf Wunden drauftupfen, um das Eindringen von Keimen zu lindern und um auch den Wundschluss zu fördern. Salbei wirkt abschwellend und krampflösend, was ihn wieder zu einem hervorragenden Atemwegsmittel macht, gerade wenn so ein Husten so ganz krampfartig kommt, so wie Pseudokrupphusten zum Beispiel, und der Hals komplett zugeschwollen ist und wir starke Schluckbeschwerden auch haben und dann schon das Gefühl haben, wir können nicht mehr so richtig gut atmen, dann kann Salbei sehr hilfreich sein, weil er eben hier auch lösend wirkt. Auf seelischer Ebene ist das Bild im Prinzip genau das gleiche. Salbei hilft uns, sozusagen mit der eigenen Empfängnisbereitschaft umzugehen, die Art, wie wir Dinge verarbeiten und aufnehmen. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben den Hals bis oben hin voll und können einfach nichts mehr schlucken, weil alles zu viel ist, dann hilft Salbei uns, hier gut zu regulieren und zu entscheiden, was muss jetzt aufgenommen und verarbeitet werden und was lassen wir lieber draußen. Auch wenn wir alles unternommen haben, was wir wissen und was wir kennen und was wir gehört haben, kann es manchmal sein, dass wir einen Infekt nicht ganz vermeiden können. Das ist einfach Teil des Lebens, dass manchmal doch der Erreger gewinnt und dann können wir aber auch im Infekt natürlich noch unser Immunsystem unterstützen und uns helfen, diesen Infekt schneller wieder loszuwerden. Mit den genannten Pflanzen, was können wir noch tun? Wir können eben, wenn wir bei den ersten Anzeichen von dem Infekt schon merken, da kommt jetzt was, wenn wir da schon gleich reagieren, können wir manchmal die Dinge sogar noch abwenden und verhindern. Nochmal zur Zusammenfassung sozusagen, das Erste, was wir tun, ist, dass wir die Trinkmenge einfach deutlich erhöhen. Deutlich mehr Wasser trinken oder auch Kräutertees trinken, das hilft uns schon mal, weil es eben die Schleimhäute unterstützt und ganz einfach physikalisch sozusagen durchspült und dem Erreger so ein bisschen die Chance nimmt, sich festzusetzen und sich zu vermehren an Ort und Stelle.
Vitamin C plus Zink als Lutschtablette habe ich eben schon gesagt beim ersten Kratzen am Hals. Eben jetzt setzen wir spätestens, wenn wir es nicht schon prophylaktisch gemacht haben, Nasendusche und auch naturheilkundliches Nasenspray ein. Da gibt es welche, die Kamillenextrakte zum Beispiel enthalten. Kamille wirkt abschwellend und Kamille wirkt keimfeindlich. Das können wir eben auch in der Nase machen mit den Nasensprays. Oder wenn wir eben Kamillentinktur verdünnt in eine Nasendusche hineingeben, kann das schon hilfreich sein. Vor allen Dingen, wenn wir die Tendenz haben zu Nebenhöhlenentzündungen, dann lohnt es sich hier zu gucken, dass die Nase schön offen bleibt, damit das gar nicht erst irgendwie in die Seiten ablaufen kann. Die Tendenz zu Nasennebenhöhlenentzündungen ist übrigens immer eigentlich auch ein Zusammenhang zum Darm. Das heißt, wenn wir hier ein Problem haben, dann lohnt es sich mal, auf den Darm genauer zu gucken. Das sind aber Themen, die wir im nächsten Webinar besprechen wollen. Was eine ganz tolle Sache ist, gerade im Beginn eines Infektes, sind Vitamin C Hochdosisinfusionen, zum Beispiel mit 7,5 Gramm. Das heißt, wenn man jemanden in der Nähe hat, der naturheilkundliche Infusionen oder Molekularinfusionen verabreicht, dann verkürzt das im Falle eines Falles die Krankheitsdauer, beziehungsweise wenn man es noch im richtigen Moment abpasst, kann so eine Vitamin C Infusion tatsächlich den Infekt noch abwenden. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen homöopathischen Präparaten oder auch mit Komplextinkturen zu arbeiten. Klassisch homöopathisch wäre das zum Beispiel Ferrum Phosphoricum, wenn wir merken, die Temperatur steigt an, wenn wir merken, da kommt ein Fieber, dann kann man mit Ferrum Phosphoricum arbeiten. In der D12 alle paar Stunden, sobald wir dran denken, ein paar Globuli auf die Zunge, das reduziert auch, das aktiviert auch unser Immunsystem, ähnlich jetzt eben wie es Echinacea tut. Ja, wenn wir keine Autoimmunerkrankung haben, dann kommt jetzt, wenn wir im Beginn der Erkrankungen sind, zum Beispiel eben Echinacea zum Einsatz, alle Stunde 5 Tropfen auf die Zunge, um das Immunsystem maximal zu aktivieren und zu sagen, jetzt musst du aktiv sein, sonst gewinnt der Erreger. Hat er dann doch gewonnen, helfen Hausmittel wie die gute alte Hühnerbrühe. Das habe ich von meiner Mama gelernt, dass das das allerwichtigste Arzneimittel ist, was man zu Hause im Schrank hat. Und deswegen muss in der Tiefkühltruhe immer Hühnerbrühe sein. Die ist intensiv über mindestens 8 Stunden ausgekocht aus gutem Biogemüse und einem guten Bio-Suppenhuhn. Da wird sehr, sehr viel Zink auch freigekocht, wenn man so einen Huhn auskocht. Es liefert insgesamt sehr viele Mineralstoffe und tatsächlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zu Hühnerbrühe, die eben bestätigen, dass so eine Hühnerbrühe im Infekt ganz großartig wirkt und den Infekt, den Fortschritt des Infekts sozusagen beschleunigt und damit die Infektzeit verkürzt. Wenn uns jetzt eher ein Magen-Darm-Infekt erwischt hat, kann man das zum Beispiel auch noch verstärken, indem man da Haferflocken zugibt, die insgesamt stärkend wirken, die aber auch die Darmschleimhaut nochmal pflegen und den Verdauungstrakt beruhigen. Fieber ist eine gute Sache. Fieber bedeutet, unser Immunsystem ist aktiv. Fieber bedeutet, unser Körper wehrt sich und tut das, was er tun soll. Das heißt, nicht jedes Fieber muss zwangsläufig gleich niedergeknüppelt und gesenkt werden. Wenn wir das Gefühl haben, das Fieber ist zu hoch oder es dauert zu lange, dann können wir hier helfen mit Wadenwickeln. Dabei ist ganz wichtig, dass man beachtet, dass der gesamte Patient warm ist. Das heißt, die Füße dürfen nicht kalt sein. Wenn die Extremitäten kalt sind, dann geben wir tatsächlich erst die Füße in ein warmes Fußbad. Und wenn die aufgewärmt sind, dann gibt es den Wadenwickel. Außerdem muss als Voraussetzungen für einen Wadenwickel gegeben sein, dass es ein stabiles Fieber ist. Wenn das Fieber noch im Anstieg ist und wir das Gefühl haben, das geht noch weiter rauf, dann müssen wir noch warten, bis eine stabile Temperatur erreicht ist. Und Wadenwickel bitte nicht mit eiskaltem Wasser, sondern 3 Grad kälter als der fiebernde Patient. Das heißt, wenn man das eigene Handgelenk hinhält, hat man die richtige Temperatur. Sonst, wenn es zu kalt wäre, hätten wir quasi eine reflektorische Weitstellung der Gefäße im Körper, weil der auf Kälte entsprechend reagiert. Und dann kann es uns passieren, dass wir das Fieber noch weiter anregen. Das wollen wir ja eigentlich eben nicht. Mit ätherischen Ölen können wir den Raum beduften, können damit das Befinden des Patienten verbessern. Wir können schauen, dass er besser Luft bekommt, weil wir bestimmte Öle mit reingeben. Und wir setzen gleichzeitig die Ansteckungsgefahr eben für diejenigen herab, die um ihn rum sind und ihn pflegen, weil diese ätherischen Öle keimlindernd oder keimreduzierend in der Luft wirken.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht immer nur der Eukalyptus sein, den mag nicht unbedingt jeder, der ist auch bei kleinen Kindern gar nicht anwendbar, sondern wir können auch mit milderen Mitteln arbeiten. Kajeput zum Beispiel ist ein Öl, was auch sehr gut verträglich für Kinder ist und was eben nicht ganz so intensiv im Geruch ist. Wenn man ein bisschen Mandarine reingibt, verbessert das die Laune und es wirkt auch keimfeindlich. Also das heißt, es muss gar nicht immer nach Krankenzimmer riechen, sondern es darf gerne auch angenehm sein. Und es gibt pflanzliche Breitbandantibiotika, mit denen wir uns unterstützen können, die wir im Garten einsammeln können. Kapuzinerkresse gehört da dazu, die können wir prophylaktisch auch essen. Und wir können das, was uns übrig bleibt, was wir jetzt im Garten haben, was wir nicht aufessen können, einfach mal mit Alkohol übergießen und uns da selber eine Tinktur ansetzen. Dann haben wir für solche Situationen, in denen uns jetzt der Infekt richtig erwischt hat, noch ein zusätzliches Breitbandantibiotikum, das wir verwenden können. Das Gleiche geht auch mit Meerrettich. Auch Meerrettich ist ein pflanzliches Breitbandantibiotikum, was uns einfach hilft, schneller wieder gesund zu werden. Ja, ich habe viele Pflanzen vorgestellt, von die es jetzt bei der Firma Evolution eben im Sortiment gibt. Nicht alle davon, das haben Sie vielleicht bemerkt, sind schon im Sortiment. Auf einige warten wir sehr gespannt. Die kommen jetzt dann Ende des Monats in den Shop. Was ist das Besondere an den Tinkturen bei Evolution? Es ist einfach ein großer Unterschied, wie Pflanzen verarbeitet werden. Je nachdem erreicht man unterschiedliche Wirkungen. Die Evolution-Tinkturen sind nach spagyrischen Grundsätzen hergestellt, also nach traditioneller Medizin, nach dem Vorbild von Paracelsus. Was bedeutet, wir haben hier in der Tinktur eben nicht nur das Mazerat, die Tinktur selbst, sondern wir haben zusätzlich noch ein Destillat mit drin. Und damit haben wir einerseits im Mazerat eine Substanz, die uns auf körperlicher Ebene sehr materiell anspricht und haben im Destillat aber dann den Auszug, den Geist der Pflanze sozusagen, der uns auch sehr auf geistig-seelischer Ebene anspricht. Das heißt, wir haben eine sehr ganzheitliche Wirkung in diesen Tinkturen, die uns rundherum versorgt. Wir wissen, dass die Ausgangssubstanzen hier alle aus kontrolliert biologischem Anbau kommen oder aus Wildsammlung. Das ist auch ein großes Qualitätsmerkmal. Und sie werden nach zum Beispiel nach Mondzeitpunkt gesammelt. Das heißt, sie werden auch wirklich nach alchemistischer Idee zum richtigen Zeitpunkt geerntet und werden von Hand geerntet. Wir wissen auch, dass das einen großen Unterschied für die Pflanze macht, ob wir sie maschinell einfach irgendwo absäbeln oder ob da ein Mensch mit seiner Energie, mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe und mit großer Dankbarkeit die entsprechenden Pflanzenteile erntet. Wir haben keine Schadstoffe in den Tinkturen, es werden keine Tierversuche gemacht. Man merkt den Tinkturen ihr tolles Aroma an, weil sie wirklich ihre tolle Qualität an, weil sie wirklich ein sehr starkes Aroma haben. Bei Kräutertinkturen ist eben das Aroma für mich ein großer Hinweis darauf, dass viel von der Pflanze in der Tinktur angekommen ist, dass wir wirklich erkennen können, welche Pflanze steckt denn hier in der Flasche und über das Aroma kommuniziert die Pflanze auch mit uns. Damit tragen sie eben sehr ganzheitlich zur Gesundung bei, zur Gesunderhaltung bei, auch zur Transformation, wenn eben Krankheit schon entstanden ist und wir damit Krankheit therapieren wollen, sind sie sehr, sehr gut geeignet, weil sie Körper, Geist und Seele in gleichem Maße ansprechen. Ich freue mich, dass die Firma Evolution uns die so tolle Tinkturen zur Verfügung stellt und dass sie uns diesen tollen Abend ermöglicht hat. Stärken Sie Ihr Immunsystem gut mit allem, was Ihnen zur Verfügung steht und bleiben Sie gesund, auch in wirren Zeiten. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank dafür. Und ich bin jetzt gerne noch im Chat für Sie da, für Ihre Fragen. Also trauen Sie sich, schießen Sie los. Ich schalte jetzt mal meine Kamera wieder ein, damit wir uns gut unterhalten können. Und dann schaue ich mal, was hier im Chat schon alles zu sehen ist. So, da war jetzt hier ganz viel Ton, das haben wir lösen können, hoffentlich. Zumindest hat sich jetzt keiner mehr beschwert. Hier sind Fragen zum Zink. Ist es richtig, dass man maximal 30 Milligramm Zink zuführen soll? Ja, das reicht auch vollkommen aus. Das ist eine relativ hohe Dosierung. Und eben nicht über zu langen Zeitraum. Zink ist eben eine Substanz, die wir überdosieren können, wo wir Probleme verursachen können, Dysbalancen verursachen können. Und
deswegen nicht über langen Zeitraum und auch nicht in zu hoher Dosierung. Laut meiner Info führt zu viel Zink zur Verfestigung von Schwermetallen im Körper. Es gibt Chelatbildung mit Schwermetallen im Körper und da muss man eben sehr aufpassen, dass man da sich nicht große Probleme züchtet. Das ist richtig. Hier ist die Anmerkung, ich bekomme Halskratzen vom Salbeitee, dann ist vielleicht einfach der Salbei nicht die richtige Pflanze. Dann wählen wir, wenn wir Husten haben, lieber den Thymian oder eben vielleicht dann eher den Spitzwegerich auch als Tinktur, der eher als Feuerlöscher wirkt, wenn das Halskratzen vielleicht schon auf zu viel Hitze hindeutet. Ab welchem Alter darf man bei Kindern Eukalyptus zur Raumbeduftung anwenden? Da fragen Sie jetzt bei mir genau die Richtige. Ich bin nämlich gar nicht so eine Kindertherapeutin. Ich weiß, dass es bei Säuglingen gar nicht sein darf und bei kleinen Kindern sollte man auch noch sehr vorsichtig sein, weil es eben reflektorische Atemnot verursachen kann. Ich würde bei Kindern ehrlich gesagt immer lieber auf Kinderöle gehen. Ätherische Öle sind sehr, sehr potente Substanzen. Das ist ja quasi die Essenz der Pflanze, die da in diesem ätherischen Öl steckt. Das heißt, einerseits ist die Botschaft bitte nur in ganz kleinen Dosierungen und dann eben auch sehr vorsichtig, was jetzt Kinder angeht. Ätherische Öle, die wunderbar bei Kindern funktionieren, sind Lavendel, Mandarine, Kajeput. Da gibt es verschiedene Veröffentlichungen auch. Und eben als Alternative zu dem Eukalyptus kann man den Kajeput gut verwenden. Der hat ein ganz ähnliches Wirkspektrum wie der Eukalyptus, ist aber einfach ein bisschen milder und hat nicht diese reflektorischen Atemnot als Gefahr. Darf ein Diabetiker Echinacea verwenden, den roten Sonnenhut? Ja, das darf ein Diabetiker auch, solange er keine Korbblütlerallergie hat. Beim Diabetiker, ich wollte gerade sagen, ist kein Autoimmunprozess, das ist nicht ganz korrekt. Wenn es ein Typ-1-Diabetiker ist, dann ist die Diabetes aufgrund eines Autoimmunprozesses entstanden, der in aller Regel aber nicht mehr aktiv ist, sondern der ist schon abgeschlossen. Das ist ja eine Autoimmunentzündung, die kurzfristig entsteht und aus der dann der Diabetes resultiert. Also ich hätte bei einem Diabetiker keine Sorge, Echinacea zu verwenden. Wie viele Tinkturen kann man gleichzeitig nehmen? Das ist eine interessante Frage, die tatsächlich immer wieder gestellt wird. Und ich verstehe sie sehr gut, weil wenn man jetzt am Abend 8 Tinkturen vorgestellt bekommen hat, dann möchte man sie alle einnehmen, weil ja jede Pflanze für sich ein eigener Superheld ist. Ich würde nicht mehr als, normalerweise finde ich 3 eine Maximalkombination. Man kann in manchen akuten Situationen auch vielleicht bis zu 5 einnehmen, aber ich würde mich schon fokussieren auf bestimmte Pflanzen. Wenn Sie unsicher sind, weil Sie so viele Pflanzen angesprochen haben, dann gucken Sie einfach nochmal genau auch auf die emotionale Seite. Welche Pflanze hat die größte Resonanz und welche hat jetzt die größte Priorität? Und was man dann tun kann, ist, dass man wochenweise wechselt, dass man sagt, die eine Woche nehme ich die 3 und die andere Woche nehme ich die 3, dann kann ich vielleicht noch ein paar mehr in mein Portfolio packen. Aber meistens braucht man gar nicht so viele verschiedene. Geben Sie mal der einen die Chance zu wirken oder vielleicht auch 2, 3 die Chance zu wirken. Und wenn Sie dann was verändern wollen, dann wechseln Sie einfach die ein oder andere nochmal aus. Wenn man Eisentabletten einnimmt, wie soll man Lactoferrin einnehmen? Lactoferrin kann man auch als Kapseln einnehmen. Das gibt es, glaube ich, bei der Evolution leider noch nicht. Ich hier mit einer Anregung. Ich kenne es von verschiedenen Herstellern. Ein Hersteller, der gut verfügbar ist, ist die Firma Salus. Die haben das Floradix Lactoferrin, das man einfach gut zum Eisenpräparat mit dazu nehmen kann. Hier kommt nochmal ein Hinweis zu den ätherischen Ölen. Man kann die Öle bei Kindern sehr stark verdünnen oder stark verdünnt über die Fußsohlen arbeiten. Ja, das kann man generell machen mit ätherischen Ölen. Wenn man sie also direkt auf der Haut aufträgt, dann sowieso bitte immer stark verdünnen. Ich habe schon gesagt, das ist eine Wirkstoffessenz. Also das ist wirklich reiner Wirkstoff. Und die sind ja auch nicht unbedingt billig. Es lohnt sich, die zu verdünnen, weil es vollkommen ausreicht. Und über die Fußsohlen kann man nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen ganz hervorragend arbeiten. Sie nehmen die ätherischen Öle über die Haut auf. Das merken Sie auch, weil Sie, wenn Ihnen jemand den Fuß einreibt mit einem ätherischen Öl, dann riechen Sie das von innen. Also selbst wenn Sie ganz weit weg von Ihrem Fuß sind, dann nehmen Sie das trotzdem wahr, den Geruch. Sowas wie Eukalyptus würde ich auch nicht stark verdünnt bei kleinen Kindern verwenden und auch nicht über die Fußsohlen. Spezielle Herausforderung bei den vielen Anregungen und Tinkturen, welche man denn jetzt nimmt. Es gibt jedenfalls ein großes Angebot. Ja, so ist es und das ist unser Job als
Berater oder Therapeut, dass wir jetzt hier die richtige Strategie für unseren Klienten oder Patienten finden. Soll man bei Nebenhöhlenentzündungen gleich den Darm mitbehandeln, Präbiotika, Parasitenmittel? Nein, ich bin kein Freund davon, Prä- oder Probiotika wie Smarties einfach undifferenziert zu geben oder auch Parasitenmittel, sondern da würde ich dafür plädieren, dass man halt genau schaut. Wenn ein Antibiotikum gegeben wird, dann auf jeden Fall begleitend ein Probiotikum dazu. Das wissen wir, dass das die Nebenwirkung des Antibiotikums mildert und dann geben wir es tatsächlich auch ohne irgendwie zu testen oder dergleichen. Wenn jemand häufig Nebenhöhlenentzündungen hat, dann wissen wir einfach, dass er ein Problem im Darm hat, weil das Epithel in den Nebenhöhlen oder in Atemwegen das gleiche ist wie im Dickdarm. Das heißt, wenn jemand immer an der Nase was hat, wenn jemand immer mit den Nebenhöhlen reagiert, dann wissen wir einfach, der Dickdarm jault, der Darm braucht Unterstützung und dann lohnt es sich, da einfach nochmal genauer hinzugucken, was für ein Problem gibt es denn möglicherweise an der Darmschleimhaut und wie können wir die Darmschleimhaut therapieren. Da gehen wir im nächsten Webinar ein bisschen genauer drauf ein, was wir für die Darmschleimhaut alles Gutes tun können. Wie lange soll man Eisentabletten einnehmen bei Eisenmangel? Naja, so lange, bis der Mangel behoben ist oder man sich besser fühlt. Das ist auch eine Frage der Verträglichkeit. Das kommt auch auf die Dosierung an, das kommt auf den Mangel an. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. In der Spagyrik kann man auf 50 Milliliter bis zu 9 Einzelmittel zu einer Mischung zusammenmischen. Ja, das können Sie natürlich auch mit den Tinkturen von Evolution machen, dass Sie die als Mischung dann zusammenmischen. Ich finde, das Schöne bei so Monotinkturen ist, dass wir tatsächlich einer Pflanze den Raum geben können, zu wirken. Mischungen können schon auch mal sinnvoll sein, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Krebspatienten in der Langzeittherapie unterstützend was machen wollen oder wenn wir bei einem chronischen Darmpatienten unterstützend arbeiten wollen und da ein Gesamtkonzept brauchen, dann kann eine Mischung ganz super sinnvoll sein. Aber es ist ganz oft auch schön, einfach eine Pflanze für sich stehen zu lassen. Und wenn ich wirklich eine gute Anamnese gemacht habe und den Fokus gefunden habe oder das Problem gefunden habe, die Ursache gefunden habe, dann reicht meist auch eine Pflanze oder eben zwei, weil wir gerne manchmal rhythmisieren. Und dann müssen es nicht alle Substanzen sein, die mir funktional zu einem Thema einfallen. Das ist immer so ein bisschen Schrotschuss. Ich habe hier funktional das und das gehört und dann nehme ich jetzt irgendwie alles, was mir einfällt und schieße auf das Problem. Das funktioniert in manchen Situationen auch. In manchen Situationen ist das notwendig, aber das Tolle bei diesen eben auch stark seelisch wirksamen Tinkturen ist, dass eine Pflanze sehr ganzheitlich wirken kann und das kann sie vor allen Dingen, wenn man ihr die Möglichkeit gibt. Wir können ja dann unterstützen mit entsprechenden Kardinaltinkturen, wo wir ja schon bestimmte Mischungen haben, bestimmte Zusammensetzungen haben, die für bestimmte Probleme sozusagen schon vorbereitet sind. Dann haben wir so ein Basistherapeutikum, was ganz viel enthält, was uns ganz insgesamt unterstützt und können dann zusätzlich eine Pflanze oder eben zwei Pflanzen herausstellen, die wir jetzt ganz gezielt wesensgemäß seelisch an den Patienten angepasst einsetzen. Wenn man Zink auf Dauer nimmt, können Schäden auftreten? Ja, dann kann es zu einer Überdosierung kommen. Also das kommt jetzt wieder auf die Dosierung an. Wenn Sie nur 5 Milligramm Zink einnehmen auf Dauer, dann passiert in der Regel nichts. Wenn Sie hochdosiert Zink auf Dauer einnehmen, dann können Sie zu einer Überdosierung kommen. Das sollte man eben nicht tun. Deswegen ist mein Tipp beim Zink immer, kurmäßig zu arbeiten. Das heißt, 2 oder 3 Mal im Jahr eine Kur von 6 Wochen zum Beispiel und dann dazwischen wieder Pause machen. Oder eben einfach auch mal den Status überprüfen lassen, Zink im Vollblut bestimmen lassen und mal schauen, wo stehe ich denn? Wie ist denn mein Zinkstatus? Wie viel brauche ich denn eigentlich? Wenn der Geruchssinn fehlt, wie kann er zurückkommen? Das ist eine Frage, die tatsächlich im Moment sehr, sehr häufig kommt. Er kommt zurück. Es ist total typisch für virale Erkrankungen, dass sie eine sehr, sehr lange Rekonvaleszenzphase haben. Und der Geruchssinn ist etwas, was eine Weile braucht. Ich würde mit den antiviralen Mitteln arbeiten, die wir so kennen. Zum Beispiel wäre jetzt Zistrose eines oder auch Artemisia annua, die man hier versuchen könnte, einfach weil sie die
die Verarbeitung dieses viralen Kontaktes unterstützen und beschleunigen und damit der Geruchssinn vielleicht ein bisschen schneller zurückkommt. In den anthroposophischen Kliniken weiß ich, dass mit anthroposophischen Präparaten entsprechend gearbeitet wurde und da sehr schnell auch Erfolge da waren, was den Geruchssinn anging. Da gibt es zum Beispiel von der Firma Vala ein Mittel, das heißt Bryonia Stannum, was da eingesetzt wurde, was man einfach begleitend versuchen kann. Und dann auch Training, das heißt, auch hier sind ätherische Öle wieder sehr interessant, beziehungsweise alles, was Geruch ist. Das Spannende ist ja, dass wir Geruch auch wahrnehmen, wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn man jetzt die Tinkturen verwendet und wenn man schon so aromatische Tinkturen hat, dann macht es Sinn, wirklich da ein Ritual draus zu machen und ganz bewusst an der Flasche zu riechen, sie ganz bewusst zu schmecken. Auch wenn man das Gefühl hat, im Moment ist Geruchs- und Geschmackssinn nicht da, einfach diese Sinne trainieren und immer wieder herausfordern mit eben aromatischen Tinkturen. Und da sind die Evolution-Tinkturen wirklich ganz toll geeignet. Gerade der Artemisia annua zum Beispiel ist eben eine sehr, sehr bittere Tinktur, was relativ schnell auch natürlich einen Geschmack bringt, weil man diesen Bittergeschmack hat, was aber dann auch bald eben erlaubt, festzustellen, dass das Aroma sich verändert. So. Mir scheint, wir sind am Ende der Fragen angekommen. Trauen Sie sich, wenn da noch welche sind? Ich nehme mir gerne noch einen Moment Zeit. Wenn da keine mehr kommen, dann überlasse ich Sie jetzt oder entlasse ich Sie jetzt in Ihren wohlverdienten Feierabend. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange mit mir ausgehalten haben, dass Sie zugehört haben und freue mich, wenn wir uns in einer der nächsten Veranstaltungen wiedersehen und wünsche einen schönen guten Abend. Tschüss.